Leute, wir werden heute ein bisschen was erleben, oder? Heute werden wir endlich mal was erleben. Und heute machen wir auch einen Plan, was wir die nächsten Tage so machen. Hier kommt die Einblendung. Genau. Genau. Good morning. Guten Morgen. Gut geschlafen? Na, freilich. Und sehr du? Schön. Ich auch. Das ist schön. Und wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, damit fangen wir heute nicht an. Danke, mir geht's auch gut. Das freut mich. Und wie geht's dir? Nee. Die Leute schauen die Videos sonst nicht, wenn wir das so oft machen. Meinst du? Ja. Nee, die Leute finden das cool. Okay. Die Leute dann finden das richtig witzig. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht, Leute. Hast du heute ein Date? Klar, habe ich heute ein Date. Hast du das erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt, aber jetzt wissen es die Leute. Erzählst du es oder schneidest du das rein? Wenn das Date gut läuft, dann erzähle ich's. Hä, und warum nicht, wenn es schlecht läuft? Nee, dann erzähle ich es auch. Okay. Okay, jetzt wissen es die Leute. Ich habe heute ein Date, Leute. Der Leon hat heute ein Date. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Wir sind immer noch in Thailand und zwar noch ganze 3 Wochen. Und heute, wie der Basti schon gesagt hat, wir planen heute, was wir denn den ganzen Urlaub über machen. Und genau, ich habe heute ein Date und ansonsten werden wir jetzt ein bisschen was erleben. So Freunde, wir haben uns gerade dazu entschieden, dass wir heute einen entspannten Tag hier in der Villa machen, denn Basti und ich sind leider noch ein bisschen krank. Und genau, deswegen bleiben wir heute hier. Vielleicht gehen wir heute Abend was essen. Aber jetzt haben wir was zu essen bestellt, Leute. Und schaut euch das an. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was wir bestellt haben. 6-mal Penang, Chicken Penang. Was gibt's Besseres? Und dazu natürlich 6-mal Reis. Beste Essen hier in Thailand. Aber ich glaube, ich muss diese Videoserie hier mal umbenennen. Von Road to Billionaire zu Wir essen. Wir essen, genau. Ich werde jetzt Foodblogger. Und zeige nur noch Essen. Meine Leidenschaft. Einen guten. Leute, ohne Witz. Es gibt nichts Geileres als Penang. Allein deswegen lohnt es sich, nach Thailand zu fliegen. Ohne Witz. Es ist so, so geil. So Leute, einige Stunden später, ich habe heute leider so gut wie gar nichts gefilmt. Das liegt daran, dass mein Date erfolgreich war. Genau, und jetzt gibt es was zu essen. Wir essen Burger, Smashed Burger mit 3 Buletten. Da bin ich jetzt echt mal richtig gespannt. Und ich merke schon, hier geht es echt nur um Essen, aber Essen ist halt echt geil. Deswegen probiere ich das Ganze jetzt mal. Jeden Tag einfach nur noch Burger. Wir essen einfach nur noch jeden Tag Burger. Alter, guckt euch mal diese fetten Hackfleischdinger da an. Also einen guten. Mmh, Alter. Gut? Wow. Schmeckt schon gut. Schmeckt richtig gut. Schauen wir mal. Naja, die 3 Pommes hätten sie sich auch sparen können. Alles gut, kann man empfehlen. So, ja. Freunde, es geht weiter. Ein Burger reicht natürlich nicht, deswegen gibt es jetzt Chicken Stripes. Und zwar 2-mal. Ich hoffe, die schmecken. Was ist das für eine Soße? Honigsenf. Honigsenf. Honey Mustard. Einen guten. Ja. Ist okay. Ich hab schon bessere gegessen. Ja. Aber geht. Nee, es liegt nicht an ihr, es liegt an mir. Ich bin das Problem. Ja. Es war einfach nicht die richtige. Aber wann kommt sie denn endlich mal? Ich glaube, die nächste ist es dann wirklich. Die nächste ist es wirklich, ja. Jetzt aber wirklich, ne? Also dann ist es wirklich. Ich glaube, die nächste, die ist es. Und was machst du mit der? Kinder bekommen. So Freunde, wieder ein paar Stunden später. Ich war duschen und habe mir auch schon mal das Video von heute angeschaut, die Clips angeschaut. Als wir beim Essen waren, haben wir über mein erstes Date gesprochen und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich nichts davon reinschneide, weil es einfach ein bisschen bodenlos war. Ja, deswegen jetzt nochmal Real Talk. Also ich hatte heute wirklich ein Date. Ich habe mich mit einer Frau getroffen, die habe ich nicht online kennengelernt, die habe ich im Club kennengelernt. Wir waren in der Bangla Road und die habe ich im Club angesprochen. Die war alleine unterwegs. Und ja, wir haben uns heute getroffen, haben uns ganz kurz verstanden, waren am Strand in Patong unterwegs. Genau, und alles andere erzähle ich jetzt nicht in diesem Vlog. Aber ich hatte ein Date, es war sehr schön.
Und jetzt noch ein bisschen Real Talk. Viele denken, hey, wir unternehmen ja hier gar nichts. Und Leute, das liegt tatsächlich daran, dass wir hier tatsächlich, man glaubt es kaum, wir arbeiten viel. Das ist so ein Thema, über das ich mal sprechen möchte. Das, was die Leute im Internet preisgeben, hat nichts mit dem zu tun, was wirklich deren Leben ist. Also im Internet sieht man ja wirklich nur einige Minuten von einem Tag oder manchmal von einer Woche. Also ich mache ja Daily Vlogs, deswegen gibt es immer nicht so viel zu sehen, aber bei manchen gibt es einmal pro Woche ein Video und dann sieht man nicht, wie deren Leben aussieht. Man sieht wirklich nur die Highlights der letzten Woche. Und deswegen denken manche, hey, die haben so ein krasses Leben, die erleben so viel. Aber das ist meistens nicht die Realität. Und genauso ist es auch bei uns. Also wir erleben schon viel. Ich glaube, wir haben ein geiles Leben. Aber denkt nicht nur, weil ein Influencer jetzt jede Woche einmal ein 10-minütiges Video postet, wo absolut viel passiert, dass das wirklich die Realität ist und jeden Tag so aussieht. So ist es nicht. Und das ist halt auch so das Problem. Viele sehen dann bei Instagram oder bei YouTube irgendwelche Leute, die so ein krasses Leben haben und denken dann, boah, das Leben ist ja 100-mal geiler als das Leben, das ich habe. Aber das ist meistens gar nicht der Fall. Die Leute haben auch ihre ganz normalen Probleme, ihre Alltagsprobleme und so weiter und so fort. Die verschwinden nicht einfach nur, weil man bekannt ist. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig. Und vor allem, das ist ja so eine Sache, die auch unglücklich machen kann. Wenn du die ganze Zeit bei Instagram siehst, dass andere Leute ein viel geileres Leben haben als du, dann wirst du dadurch automatisch unglücklich. Und das soll ja nicht der Fall sein. Denn meistens haben die gar nicht ein besseres Leben als du. Nur weil die bekannt sind und ein bisschen mehr Geld haben, heißt es noch lange nicht, dass sie ein besseres Leben haben als du. Deswegen, ja, seid ein bisschen vorsichtig und am besten reduziert den Instagram-Konsum und YouTube-Konsum, soweit es geht, denn es macht euch wirklich nicht glücklich auf Dauer. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich kein gutes Leben habe, ganz im Gegenteil, ich habe ein sehr gutes Leben, ich bin sehr glücklich mit meinem Leben momentan und es läuft sehr gut, aber es ist halt nicht so, dass man jeden Tag die krassesten Dinge macht und so weiter und so fort. Ich habe auch nur ein ganz normales Leben und vor allem wir arbeiten auch sehr viel. Das sieht man halt auch nie hier im Vlog. Ich meine, da gibt es ja nicht viel reinzuschneiden. Ich kann ja kaum filmen, wie ich 8 Stunden am Tag am Laptop sitze. Es macht ja keinen Sinn, das reinzuschneiden. Aber wir arbeiten auch sehr viel, deswegen unternehmen wir auch nicht jeden Tag so viel, weil die Arbeit halt wichtig ist. Also klar könnte man jetzt sagen, man arbeitet einfach weniger und macht den ganzen Tag irgendeinen Scheiß. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja auch weiterkommen im Leben und deswegen arbeiten wir so viel. Ich weiß, in diesem Vlog ist nicht so viel zustande gekommen. Das liegt halt echt daran, dass ich heute ein Date hatte und deswegen nichts gefilmt habe. Aber es war ein sehr schöner Tag und ich zeige ja hier wirklich real, wie mein Leben ist. Deswegen gibt es halt an manchen Tagen wirklich nichts zu sehen. Das ist halt das Problem, wenn man jeden Tag ein Video macht. Aber trotzdem finde ich das gut, dass ich jeden Tag ein Video mache. Das ist auch eine Challenge für mich, dass ich halt wirklich dranbleibe. Und ich hoffe, ihr feiert es auch, ihr mögt es auch. Auch wenn dann vielleicht nicht jedes Video absolut geisteskrank ist. Ich könnte auch einmal die Woche ein Video machen, dann wird das wahrscheinlich absolut geisteskrank, dieses Video. Aber das will ich halt nicht. Ich will wirklich real zeigen, wie es ist. Und genau, deswegen gibt es halt manchmal nicht so viel zu sehen. Und ich kann euch versprechen, im nächsten Video gibt es ein bisschen was zu sehen, denn morgen haben wir ein bisschen was geplant. Und deswegen freue ich mich riesig, wenn ihr diesen Kanal abonniert und kommentiert, ein Like da lasst und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Deswegen in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.